Läuft's? Läuft, läuft. 1, 2, 3. Wiki wa. Wiki wiki wa. Wiki wiki wa wa West. Jim West. Desperado. Rough Rider. Seminole Pandada. Tendwana. Rough Rider. Tendwana. Tendwana. Think which wana. Shugu San Musa. I'll mention me. Two. And wa wa West. And they can do. And good. And wa wa West. Hast du Wa Wa West geguckt? Ja. Ja? Einer der krassesten Filme. Der singt einfach eben, aber das ist es. Ja, geil. Mavi, Mavi, was Mavi? Lebt Ibrahim Tatlas das noch? Ja. Können wir den einladen? Nee. Warum nicht? Bruder, der wird besser beschützt als der Präsident. Ja, das... Der was? Ja, sing mal türkisch. Ich kann kein türkisch singen. Ja, lass mal Ibrahim Tatlas einladen. Iskender, ja, Dala, Dala, en Sauc, Kama, Kama, zwei Lemon, Mergimek, Adana, Iskender. Ey, wenn er beschützt wird, heißt das deswegen, dass er nicht kommen kann? Ja, Bruder, der Arme hat einen Kopfschuss gekriegt. Was soll er hier herkommen? Oh, dürfen unsere Leute mit Kopfschuss nicht hin? Doch, wir würden, ey, natürlich, wenn er irre, wenn er kommen würde. Kann er Deutsch? Nein, ne? Nein, Türken können nie Deutsch, obwohl ich überhaupt... Weißt du schon, was ich ihn gesehen habe? Ja, in so einem Restaurant zu erzählen. Erzähl mal den Leuten, wie du Ibrahim Tatlas hast gesehen. Also erstmal an die Zuschauer, damit die überhaupt verstehen. Ibrahim Tatlas ist ein türkischer Sänger, ne? Ein türkisch-kurdischer Sänger? Ja, aber... Er ist Kurde aus der Türkei oder so. Er ist auf jeden Fall aus der Türkei. Und jetzt genau, ich glaube, der ist so ein super, 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 superstar. Der ist in der Türkei so, so wie hier... Ich. Nee, wie Mark Terenzi. Ey, wo ist Mark Terenzi? Ja, der hat in der Backpfeife von Salah bekommen. Ey, das stimmt. Das ist die Wahrheit, ich schwöre. Das ist nicht gelogen. Ey, muss ich mir vorstellen, der arme Mark Terenzi, der kommt aus dem Amiland, lebt hier bei den Deutschen, hat so einen kleinen Status, denkt, der ist krass. Und kriegt einfach von so einem glatzköpfigen Libanesen so eine Backpfeife, weil er so frech ist. Der kennt das ja gar nicht, dass er normal so will. Ja. Der kennt nicht diese Art, dass sie das nicht so wollen, dass du so mit denen redest, wenn du so aufmüpfig bist. Ey, wo ist Mark Terenzi? Ey, wo ist der? Ey, den würde ich einladen. Ich bin der kommt bestimmt, der Penner. Ey, wie ist die Band? Der war doch in so einer Boygroup. As Five? Nein. Nein, As Five waren die anderen Versager. Dieser Podcast bringt nichts Gutes. Der bringt was Gutes, der Podcast. Nein, Bruder, der bringt nur Unheil. Der bringt nur Unheil. Podcast Unheil. Ja, die Unheiligen. Die Unheiligen. Komm, wir wechseln wieder rein. Unheilig ist eine deutsche Rockband, die würde ich auch einladen. Die sind sogar super erfolgreich. Ja klar, den würde ich sofort einladen. Ja. Der Typ. Natural hieß die Boygroup von Mark Terenzi. Wow. Ja. Privates. Wo lebt er jetzt? Am 31. März 2015 eröffnete das Amtsgericht Hannover das Insolvenzverfahren über das Vermögen von Terenzi. Ey, Marc, Bruder, komm hier hin, dann geht deine Karriere nach oben. Ist bei allen anderen auch passiert. Ja, wir zahlen dein Ticket, Eri. Wir zahlen echt dein Ticket. So, Mark Terenzi. Wie kamen wir eigentlich auf Mark Terenzi? Achso, wegen Ibo. Ja, du hast... Ibo, das ist der Cousin. Wegen Ibo. Ich war 2007 in der Türkei in Bodrum. Ja. Und ich war in so einem Restaurant. Mhm. Und ich bin ja so ein bisschen flinker. Mhm. Komm aus der Toilette raus. Und ich trete jemanden auf den Fuß. Ich drehe mich um, will mich entschuldigen, es sind einfach 6 Mutanten vor mir. Mm. Dann kommt so ein älterer Herr, streichelt mir so auf den Kopf und sagt, alles okay, lacht. Und ich gehe weiter. Ich gehe zu meinen Jungs, Bruder, die sind ausgerastet. Bruder, weißt du, wer das war? Sagt wer? Bruder, das ist ein Weltstar und rasten richtig aus. Und ich wusste nicht, wer das ist. Ich gucke mal. Und dann? Was ist krass. Und jeden Türken, den ich die Geschichte erzähle, der sagt, Bruder, das ist mein größter Traum. Mark Terenzi zu treffen? Ja. Ey, kennst du die ASMR-Leute? Was? Boah, bei der Ibrahim, Info, warte. Ja? Sag nichts Falsches, Bruder. Er gilt als richtiger Vertreter des Fernsehmoderators Unternehmen in der Türkei. Er gehört zu den erfolgreichsten Künstlern des Landes und wird wegen seines Erfolgs in den Medien als der Imperator bezeichnet. Also es gibt nur einen Imperator, meine Damen und Herren, das ist der bei Star Wars.
Das war Attentat. Ja. Pfeffer in den Kopf getroffen. Bruder, der hat eine Gewehrkugel überlebt. Das ist krass. Die war so groß. Aber warum haben die den angeschossen? Ach, was weiß ich, ich bin da nicht drin. Der sieht aus wie dieser mexikanische Schauspieler von Cheech and Chong. Kenn ich nicht. Du kennst den, ich zeig dir den mal. Ja, laden wir Ibrahim Tatlis ein und Mark Terenzi. Was würdest du Mark Terenzi fragen, wenn er kommt? Ich guck sie. Was würdest du den fragen? Mark Terenzi. So. Wo sein Geld hin ist, würde ich gerne fragen. Warum hat er Insolvenz angemeldet? Wir fragen, wie das war, als Salah den geklatscht hat. Ey, ja. Kennst du ASMR-Leute? Nee, ASMR? Das sind die Leute, die nichts anderes machen, als immer so, hallo, ich bin's. Ich bin ASMR. Die reden die ganze Zeit nur so, oder? Oh. Die essen was. Ja, davon habe ich gehört. Die essen was, ja. Und dann kauen die nur oder schmatzen. Ja. Und das hat dann so 700 Millionen Klicks. Aber warum? Weiß ich nicht. Die Leute sind auch geistig. Die sind Multimillionäre. Dadurch, dass sie kauen ins Mikrofon. Ja, oder die essen einfach vor Kamera mit so einem Mikrofon und die essen wie die, also wie die, du hörst wie der Backenzahn, das so zertrümmert. Was ist das denn? Millionen, Bruder, Millionen von Klicks. Nicht 700 Millionen ist übertrieben, wirklich so viel. Was denn die können? Hier. Ich gebe jetzt einfach ASMR ein, ne? So. So, da. 246 Millionen. Boah, ist das krass. 96 Millionen. 89 Millionen. Komm, wir können es ja mal einmal anmachen. Dass du es mal hörst. Zeig mir, ich will es sehen auch. Das macht die nur. Ja, oder? Das hier. Aber gutes Mikrofon, ne? Dass du das alles hört. Dass man das... Klicks. Wo ist das Mikrofon, dass das so intensiv aufgenommen ist? Ist einfach hochgestellt. Erklär das uns mal, das Phänomen. Das feiern die Leute und gucken. Und dann wunderst du dich, warum ich mich immer weigere, heute anzukommen. Und sag, heute ist alles scheiße, Musik, Filme. Guck mal, was heute für einen Erfolg hat. Was ist das? Man sagt, die Leute schlafen damit ein. Die Leute sind geisteskrank. Aber was will ich sagen? Ich gucke mir irgendwelche Serienmörder-Sachen an. So. Um einzuschlafen? Nein. Ist jetzt Spaß. Doch. Aber du machst nicht explizit das an, um einzuschlafen. Nein, aber ich guck's gerne. Und dann schläfst du so dabei ein. Ja, und stell mir so vor, ich bin... So bei Medical Detectives. Und ich denke mir, ich bin einer von denen. Was guckst du denn so derzeit? Momentan? Hast du Squid Game gesehen? Alle empfehlen mir das. Ist das gut? Ich hab's gesehen, komplett. Ja, alle empfehlen, also alle. Es ist sehr moralisch. Ja. Ja. Also guck mal, viele verstehen das nicht. Habe ich gemerkt. So im Umkreis, viele sagen, boah, hast du gesehen, die Spiele. Es geht gar nicht um die Spiele. In dieser ganzen Staffel geht es eigentlich nur darum, wie Menschen heutzutage sind. Ja, genau. Davon habe ich aber mitbekommen. Was sie für Geld machen. Zweiklassengesellschaft, genau. Und so irgendwie, das ist so sozialkritisch also sein. Also sehr, sehr, also denkst, musst sehr viel nachdenken darüber. Okay, aber es ist unterhaltsam. Das ist für mich immer das Wichtigste. Ja, ja. Weil ich finde, also ich persönlich... Du weißt ja, wie ich bin, ob bei Film oder Serie. Mich interessiert eher, unterhält mich das. Deswegen mag ich auch nicht persönlich, aber das habe ich schon öfter gesagt, dieses Getue, wenn einer sagt, du kannst einen Jackie Chan-Film nicht mit einem Leonardo DiCaprio-Film vergleichen, weil Leonardo DiCaprio, das ist ein richtiger Schauspieler, red keine Scheiße. Welcher Film ist unterhaltsamer? Bei welchem Film hast du mehr Spaß, das zu gucken? Was gefällt dir mehr? Das ist für mich das Wichtigste. Also Folge 1. Das heißt, wenn du bei Squid Game, wenn ich so schöne Sozialkritik sehe oder so, dass gute moralische Werte vermittelt, aber das einfach langweilig ist. Ja. So, dann... Wie Life of Pi. Ja, genau. Den ich nicht geguckt habe, der super langweilig sein soll. Oder wie Irishman, wo Joe Pesci und De Niro und Pacino mitspielen und der von Martin Scorsese ist.
geil so gemacht natürlich, aber der Film ist super langweilig. Mhm. Super langweilig. Also, ich wüsste, jeder rumänische Van Damme-Film hat mehr Unterhaltung. Also Folge 1 ist sehr viel Geschichte. Mhm. Langweilig. Ab Folge 2 geht's ab. Ja, geil. 3, 4, 5, brutal. Ab der 6. Folge wird's wieder langweilig, finde ich. Bis zur 7., 8. Aber leider haben die einen Filmfehler drin reingemacht. Also, der ist explizit drin, das ist kein Fehler, aber ja. Wenn du genau zuguckst, kannst du ab der 6., 7. Folge siehst du schon das Ende. Okay. Und ich hätte lieber das Ende so wie bei Shutter Island. Ja. Dass du so einen Schock bekommst. Ja, Mann. So, dass du gar nicht weißt, was geht, dass du so verwirrt bist. Mhm. Es geht einfach, das ist um Trailer, die machen Spiele gegeneinander. Ich weiß. Und es geht um Leben und Tod. Genau, und was der Einsatz ist für Spiele. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Ja, und es geht darum, das sind Leute, die Schulden haben. Ja, Schulden haben, ja. Schulden haben und die sozusagen die Chance haben, aus diesen Schulden rauszukommen. Ja. Und zu gewinnen. Am Ende, du wirst sehen, es hat ein bisschen keine Logik, weil der sagt am Anfang was anderes und am Ende passiert was anderes. Das ist ja, irgendwie okay. Ganz komisch. Aber interessant anzugucken. Ich habe es auch meinem Vater empfohlen. Mein Vater hat es auch geguckt. Mein Vater sagt, sehr unterhaltsam. Die Spiele waren sehr unterhaltsam. Ja, okay, geil. Also wenn du wirklich nur reine Unterhaltsamkeit willst, dann musst du eigentlich nur die Spiele gucken. Weil das Action. Ja, okay, aber aber damit du so ein komplettes Verständnis hast, musst du... Also wenn die Spiele anfangen, du machst so, oh mein Gott, krass, wer ist jetzt der Nächste? Okay, geil. Ich habe James Bond im Kino geguckt, den letzten. Mit wem? Mit Daniel Craig. Ist er immer noch der gleiche? Ja, aber es ist der letzte Bond mit ihm. Wer kommt danach? Weiß man nicht, ist noch nicht gecastet. Da hat jetzt. Vielleicht Hüsse. Ah, jetzt verstehe ich erst den Gag. Jetzt habe ich ihn erst verstanden. Oh Mann. So, ja, weiter? Den habe ich gesehen. Das habe ich noch geguckt. Du bist der einzige Mensch in NRW, der noch zum Kino geht. Meinst du? Ja, die sind noch immer leer, oder nicht? Ja, es sind so komische Regeln jetzt. Du musst das, du musst das, du musst das machen, aber... Nee, Candyman habe ich geguckt, James Bond habe ich geguckt. Was ist Candyman? Das war so ein neuer Horrorfilm. Der war gut. James Bond war... Gut, Daniel Craig hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 James-Bond-Filme gemacht. Die Ära ist vorbei. Hast du einen James-Bond-Film mit ihm geguckt? Nein, ich feiere ihn nicht. Ich feiere nur zwei Leute bei James Bond. Wen? Sean Connery. Ja, der ist der Originator. Ja, der ist der absolute, und ich fand Pierce Brosnan gar nicht so schlecht. Ja, stimmt. Die zwei Filme sind gut. Die aber ersten zwei... Aber ich finde Novemberman noch krasser von Pierce Brosnan. Den habe ich immer noch nicht geguckt. Du, dein Novemberman, den habe ich immer noch nicht geguckt. Ja, du bist krank. Wie kannst du alles gucken? Alles. Wild Wild West guckst du dreimal. Nein, ja. Der Film ist auch ein ganz. Der Soundtrack ist geil. Aber Novemberman ist krass. Novemberman habe ich immer noch nicht geguckt. Was in Pierce Brosnan habe ich mit Halle Berry dieses. Ja, der ist doch kompletter Rotz, der Film. Warum? Oh Gott, das ist doch völlig. Nee. Das war. Heimlich Fast and Furious gucken, ne? Nee. doch. Niemals. Warum kennst du alle Szenen irgendwie? Ich guck mal auf Instagram die Behind the Scenes Sachen. Die Behind the Scenes, nein. Woher kennst du die Fast and Furious? Warum weißt du, dass der so übertrieben ist? Weil wenn die irgendwo sind, dann schaue ich mir den so an. Deswegen weiß ich auch, dass der schlecht ist. Ich finde zwei Fast and Furious Filme sogar gut. Ich finde den zweiten Teil überragend. Nee. Wo mit Tyrese? So, ja, klar. Gott. Doch, der ist geil. Ich sag dir, welche ich alle geguckt habe. Hm. Ich habe eins geguckt und zwei, aber beide nur einmal. Dann nie wieder, weil das waren halt so Autorennfilme. Das ist nicht mein Thema. Hast du nie so früh auf Xbox oder Need for Speed gespielt? Nein, nein, nein. Das ist gar nicht mehr. Teil 3, Fast Furious, habe ich nicht geguckt. Teil 4 habe ich nicht geguckt. Teil 5, wo The Rock dazu kam, den habe ich geguckt. 5 und 6 fand ich geil. Also 5 fand ich geil, 6 fand ich geil und ab dann wurde es dann auch. 5, das mit dem Zug? Nee. Wo die so einem Zug hinterherfahren? Weiß ich gar nicht. Nee, 5, nee. Der das zweite Teil ist überragend. Die Latina, nee, dann diese Mucke. Boah, ganz schlecht. Papa, hey, no. Nee, nee, ganz, ganz schlecht. Ganz, nee, das war mein Ding. Ganz, ganz schlecht. So ein Schlaganfall. Ich überlege gerade, was ich geguckt habe. James Bond. Erzähl doch noch was von deiner Show. Weiß ich nicht. Ja, sonst habe ich nichts geguckt.
Sonst habe ich nichts geguckt. Ich war im Kino. Immer alleine, Alter. Wie kann man alleine ins Kino gehen? Bruder, ich gehe doch, um für einen Film zu gucken. Ich gehe nicht, um mich mit Leuten zu unterhalten. Das, voll viele fragen mich das. Also du rufst für jede Kleinigkeit, wenn du Müll rausbringst, rufst du 10 Leute an. Ja. Ich will Burger essen, rufst du 30 Leute an. Rufst du sogar mich aus Wiesbaden an. Ja. Sag, ey Bruder, lass mal Burger essen gehen. Aber Kino gehst du alleine. Ja, ich will meine Ruhe. Ich will so mein Popcorn chillen und genießen. Süß oder salzig? Süß. Salzig zu Hause, im Kino süß. Ja. Sweet like chocolate, boy. Kennst du noch Lied? Nein. Sweet like chocolate. Was noch? Nachos? Nee, früher ja, habe ich immer so übertrieben, aber ich kann gar nicht mehr so viel essen. Das ist immer zu viel. Und dann was? Eine Cola Zero? Ja, so eine große. Mit Eis ich, oder ohne? Ohne Eis, dass ich immer so mache. Prr, so. Wo sitzt du denn so immer im Kino? Was ist das so? Was ist dein Loving Seat? Ich sitze immer hinten am Rand, aber damit so Leute nicht an mir vorbeilaufen. Immer so rechts an der Seite oder links. Damit ich alleine sitze und meine Füße so auf den anderen Sitz mache. Und dann, du musst doch immer in der Mitte sitzen. Nee, ich hasse das, weil Leute laufen hin, keinen Bock. James Bond habe ich mit Volker geguckt. Candyman mit Chop und Issa. Und ich war dreimal im Kino. Ich habe, ja, Shang-Chi habe ich geguckt. Ah, da wo Florian dabei ist. Ja. Und? Was ist mit Florian eigentlich? Ja, Bruder. Bist ein Star. Jetzt hat uns, jetzt bist du in einem Marvel-Film, machst ja. Du alles vergessen. Machst du auf cool. Was war da nochmal? Rumäne, ne? Ja, ich glaube, der hört auch den Podcast nicht mehr. Früher hat er den immer gefeiert, jede Folge geguckt. Zwischen den Sets. Ja. Ja, aber Bruder. Nee, aber ich hab noch mit dem, vor ein paar Monaten hab ich noch mit dem geschrieben. Ja, aber das nur so schreiben. Boah, Florian, ich bin enttäuscht von dir. Ich weiß noch, als er in Australien am Drehen war, Shang-Chi, hab ich noch mit dem geschrieben. Der hat dann noch so auf cool getan. Ja, ich kann dir nicht sagen, was ich gerade drehe, aber ich wusste, was er dreht. Ich weiß eh, was du drehst. So, und der wollte schon die ganze Zeit vorbeikommen, ne? Florian, komm rum, Junge. Wer hat dich gepusht? Durch wen bist du in diese Filme geraten? Durch wen? Das hat er doch uns zu verdanken. Ja, klar. Jeder, gell? Jeder hat seine Karriere wegen uns zu verdanken. Ja. Nur weil 10 Gäste da waren. Ja. Es kommt im nächsten wieder nicht. Warum ist nie ein Gast nochmal gekommen? Nee, ich finde. Sag mal ehrlich. Nein, es gibt jetzt ein paar, die holen wir wieder. Ja. Wir machen wieder eine Ruhe. Ja. Ich habe schon einige Gäste in der Pipeline. Ich auch. Echt? Ich habe sogar jemanden, du wirst durchdrehen. Hat er zugesagt? Ja. Du lügst. Nein. Vielleicht ist es auch eine Sie. Man weiß es nicht. Dann kann ich aber nicht durchdrehen. Doch, du wirst durchdrehen. Du wirst auch niemals drauf kommen, wen ich habe. Die hat zugesagt? Zugesagt. Hat gesagt, schick mir wann, ich komme so, ich bin da. Wo hast du sie gesehen, in welcher Stadt? Hm? Man weiß nicht. Ja, sag doch, Alter. Nein. Also mit Zusage alles. Ich habe gesagt, ey, guck mal, ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Kennt sie den Podcast? Ja. Aber nur, weil Fans die wieder penetriert haben. Ja? Ja. Mag ich sie? Ja. Und du kannst über, in der Zeit, wo du aufgewachsen bist, sehr viel fragen. Und die wird dir sehr viele Fragen beantworten können. Oh, jetzt bin ich richtig neugierig. Wieso hast du nichts davon erzählt? Du erzählst einfach so einen Podcast von den Leuten. Ja, das war's auch. Ich gehe ja morgen. Du wirst 3 Wochen nichts wissen. Lala. Du musst mir das gleich sagen. Nein. Ich schwöre, ich mach deine Shisha kaputt. Ich hab noch 4 andere hier. Ich mach alle kaputt. Warum bist du so aggressiv? Ja, weil das unkorrekt ist. Ich kenn dich gar nicht. Ja. Du bist doch immer der Lustige. Ja, das ist ja unkorrekt. Warum unkorrekt? Ja, so ein... Das ist aber sehr krass. Du wirst... Ja, Nisa, das ist voll krass. Das wird dein Leben finden. Das ist das Krasseste aller Zeiten. Aber ich sag dir nicht, was es ist. Das ist auch wirklich krass. Ich hab's vorhin vergessen, ehrlich gesagt, dir das zu sagen. Das ist eine Frau. Ja, das ist eine Frau. Ich weiß wer. Niemals. Doch. Mhm. Doch. Ich hab vor Steffi Graf. Bist du verrückt? Ist sie berühmt? In deiner Welt ja. Ist ihr Mann berühmt? Ich weiß nicht, wie sie in ihr Liebesleben aussieht. Ich bin da nicht so drin. Also es könnte deine, das, was du in deinem Kopf hast, von der frühen Zeit komplett verändern. Weil du kannst, das genau so siehst, Zeitzeugin von einer Ära von den letzten, also von 10 Jahren, die du geliebt hast. Ja.
Siehst du, was mein Bruder alles für dich macht? Ja, ja, ja. Jetzt wieder, tut er natürlich. Hast du mich jemanden geholt? Ja, klar. Wen? Voll viele. Wen? Alle. Dein Vorbild, Khalid Bounoir. Ja, krass. Ja, klar. Danke für die Einladung, Khalid. Wollt ihr dich einladen? Nö, hat er nicht. Der labert doch auch nur, Junge. Der kam nicht mal zur Tour. Obwohl er wollte, ne? Mhm. Aber wenn er was braucht, dreckiger Marok, Junge. Das interessiert dich jetzt, gell? Mhm. Doch, doch, das. Wie man so im schönen Englisch sagen, es prickelt. Das kitzelt, gell, unten. Du wirst, ich sag mal so, wenn ich dir das sage, sagst du nein. Sag ich doch. Nein, 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 jetzt wirklich, spiel nicht mit meinen Gefühlen. Dann sag ich doch. Dann sagst du, die hat zugesagt. Ja, ich muss nur sagen, wann. Ja, hol die morgen. Ich bin morgen nicht da. Ich drehe alleine mit dir. Ja, das hättest du vergessen. Ja. Zeig mir nur ein Bild, ich sag's nicht. Nein. Ich sag's doch wirklich nicht. Ja, geht, die, ich sag's denen, aber dir nicht. Was? Ja, weil dich das abfuckt, das ist geil. Sag mal bitte, ich wollte dir sowieso was erzählen. Hat das eigentlich jemals geklappt? Ja, das klappt immer. Nein, das klappt nie. Weil du willst nie jemand was erzählen. Doch. Nein, du sagst mir Dinge. Ah, Bruder, das habe ich dir vorher vergessen zu erzählen. Vor 3 Monaten ist es geschehen. Ja, genau. Ja, was willst du mir jetzt erzählen? Es ist gleich hier. Du hast nix. Doch. Was denn? Junge, du bist 40 Jahre alt, Alter. Warum hast du so Filme? Nein. Du hast nix. Wo willst du das wissen? Bruder, ich kenne dich. Ich sehe doch, wie du mit 1000 John F. Kennedy. Guck mal. Ich habe dir wirklich was zu erzählen. Ich habe den richtigen Moment gewartet. Und das wird dein Leben verändern. Wie lange schraubt das? Ich hab, hey, der Ring ist drauf, Mann. Ich dachte mir, wie lange geht das nicht zu? Ah. Oh, die Shisha schmeckt aber heute böse. Sind wir durch? Ich hab keinen Bock mehr. Sind wir durch? Nö, wir haben noch ein bisschen. Echt? Soll ich den Anfangsbuchstaben sagen? Ja. Y. Ich wusste, dass du das sagst. X. Oder S? Ja, sag doch. B. Oder D. Ich wollte echt was Wichtiges erzählen. Was denn? Wirklich. Erzähl doch. Ich kann das nicht vor den Leuten erzählen. Das ist sehr privat. Ja? Leute, ihr dürft abstimmen in den YouTube-Kommentaren, ob ich es nie sage. Ey, du erzählst mir das. Ich schwöre, ich bring dich um. Jo, Alter, guck schon mal. Hauptsache Candy Man Kong, ne? Ja, Candy. Okay. I will love. Do you Candy Man enough? Candy Man enough? You Candy Man. Das ist geil. Have you ever loved someone? I love you twice. Ist der abgefuckt? Nein. Doch. Okay, ich erzähl's. Nein, ich will's gar nicht wissen. Ich erzähl's, wenn du den Leuten endlich zugibst, dass du Tennistrainer bist. So. Ey, du siehst aus wie ein Tennistrainer. Ich bin Tennistrainer, so endlich doch. Nee. Wenn so, doch. Die haben Geld. Du ein Tennistrainer. Chef, ich bin so ein Tennistrainer. Welche reiche Eltern geben dir das Kind? Viele, ich bin doch beliebt. Ja, aber nicht bei denen. Doch, doch. Die sagen so, können sie meine Auto mal putzen? Ja, genau. Chef, ich wäre so ein Tennisweltmeister aus Deutschland. Wird mir das so stehen? Ich bin so. Würdest du wahrscheinlich zu deinen eigenen Spielen zu spät kommen? Ja, solange ich die gewinne, ist es egal. Und wann kommen die Tunis Open? Die Tunis Open. Ja, was sind die wieder? Tunis Open. Die Tunis Open. Willst du nochmal gerade erzählen, dass Star Wars in Tunesien gedreht wurde? Ja, 1978. Ja. Du schlagst ab, ne? Was denn? Ah, du wirst dich echt freuen. Nein, ich will es gar nicht wissen. Doch, du wirst dich echt freuen. Nein, ich möchte es nicht wissen. Bald zu dich. Okay. Ich wollte sie sagen, dann sag ich sie nicht, dann warten wir, bis sie kommt. Okay. Wenn sie kommt, dann machst du wow. Ach. Ich bin nicht so leicht zu beeindrucken. Machst du ASMR oder was? Wie atmest du ins Mikrofon, Alter? Was für ASMR? Bist du ein Elch oder was? Wie atmest du ein Elch? Ich muss gleich noch nach Hause fahren, ich bin müde.
Oh, wir müssen nach Hause fahren. Oh, Mister, ich werde hier hinkutschiert, nachdem du wieder ins Enjoy gehst. Ich habe kein Auto. Hast du einmal an mich gedacht? Ja, klar. Oder kann ich dich irgendwo hinfahren? Mach ich immer. Wo? Du machst doch immer so auf der Party. Ich brauche niemanden, ich werde immer nach Hause gefahren. Leute, ich habe kein Auto mehr. Das Auto ist weg. Ich schenk dir meins. Du musst es doch selber bald abgeben. Ja, ich muss mein Auto bald abgeben. Ja, hast du dich um ein neues gekümmert? 31. Dezember, stimmt. Nee, noch nicht. Ey, nicht, dass ich auch ein Auto bin. Man braucht eigentlich bis 6 Monate, ne? Also bin ich gleich drüber, ne? Yes. Und das ist auch das Schlusswort. Ne? Das Schlusswort hier für heute Abend. Meine Damen und Herren, danke, dass ihr zugeschaut habt. Kostas auf der AIDA, ne? Was? Ja, guck mal auf sein Insta. Der ist da gebucht, der macht da Comedy. So 3 Monate lang. Nein. Doch, doch, auf der AIDA. 3 Monate Comedy? Oder 2 Monate, ja. Der ist die ganze Zeit nicht da. Der hat doch immer nur so einmal am Tag Netz. Der ist so mitten im Ozean. Da, wo ihr hingehört. Ich schwöre, der dreckige Grieche. So, liebe Grüße. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Liked, kommentiert, supportet, teilt. Und bald kommt was Neues auf euch zu. Ist so. Ist nicht so? Hast du mir nicht vor 2 Wochen gesagt, es gibt was Neues? Wir müssen darüber reden? Ja. Also. Das stimmt. Also. Macht's gut. Ich liebe Nisa. Ich liebe Scheiern. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.